Drogenprozess am Landgericht Meining. Heute begann am Landgericht Meining der Prozess gegen zwei Angeklagte aus Breitungen-Werra. Verbrechen nach § 29 des Betäubungsmittelgesetzes lautet der Vorwurf. Den Angeklagten wird unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in über 4000 Fällen vorgeworfen. Der 31-jährige Angeklagte soll einen Webshop betrieben haben zum Vertrieb unterschiedlichster Drogen, und zwar teilweise im frei zugänglichen Internet und teilweise im sogenannten Darknet. Die Kunden sollen die Drogen mittels Bitcoins, einer digitalen Internetwährung, bezahlt haben. Und die Drogen sollen dann auf dem Postweg versandt worden sein. Und diesen Versand soll maßgeblich die 19-jährige Angeklagte, die Lebensgefährtin des 31-Jährigen, übernommen haben. Haschisch, Koks, Amphetamine, Crystal, alles im Breitunger Onlinehandel verfügbar. Begonnen hat das alles Mitte April 2016, hier in der Wohnung des 31-jährigen Angeklagten. Sauber fotografiert und mit Datum versehen, um die Verfügbarkeit zu dokumentieren, stellte er sein Angebot ins Netz. Immer montags, mittwochs und freitags brachten sie die Ware in den benachbarten Postshop. Der Versand war Aufgabe der 19-Jährigen, so die Staatsanwaltschaft heute. 162.000 Euro Umsatz haben sie so in nur 6 Monaten gemacht. Im November 2016 flog der Onlinehandel dann auf. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. Nun erwarten sie drastische Strafen. Nach dem Erwachsenenstrafrecht sieht es so aus, dass in über 300 Fällen die Grenze zur nicht geringen Menge überschritten wurde. Da liegt der Strafrahmen pro Einzelfall zwischen 1 und 15 Jahren Freiheitsstrafe. Und daraus wäre dann eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden, die 15 Jahre nicht übersteigen darf. Im Jugendstrafrecht gibt es diese Unterscheidung nicht. Da beträgt die Höchststrafe 10 Jahre Jugendstrafe. Insgesamt 7 Verhandlungstage hat die Kammer des Landgerichtes angesetzt. 2 davon nimmt alleine das Verlesen der Anklageschrift in Anspruch. Die Staatsanwaltschaft besteht darauf, um Verfahrensfehler zu vermeiden. Der Prozess vor der 2. Strafkammer des Landgerichtes wird am kommenden Freitag fortgesetzt. Ob Kunden der beiden Angeklagten nun auch Post von der Staatsanwaltschaft erhalten, werde noch geprüft.